Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Streifzug-Video. In diesem Video streifen wir über die Karte Felsparcours von Alien Jim. Die Karte gibt's im Modhub für alle Plattformen und ist eine völlig verrückte Idee. Ja, von Alien Jim kennt ihr vielleicht schon die Niemandsland, auf der ich ja jetzt auch schon zum zweiten Mal spiele. Der hat auch die Mercury Farm gemacht und viele, viele andere Karten, die sehr teilweise sehr abenteuerlich sind. Aber diese hier, die ist jetzt wirklich extrem abenteuerlich. Man sieht eigentlich schon das Wesentliche. Das Herzstück der Karte ist ein Felsparcours, auf dem man mit dem Traktor lang fährt. Das probieren wir natürlich gleich mal aus. Und man kann wohl auch Landwirtschaft betreiben, aber das spielt wohl eher eine Nebenrolle. Da hinten sieht man schon den Parcours. Wir können ja so ein bisschen hier nochmal rumgucken, bevor wir uns an den Parcours wagen. Hier ist es ein Ladewagen oder ein Anhänger. Auf jeden Fall ein großer Traktor. Gehören die uns? Ja, ein schöner, großer Traktor. Vielleicht kann man mit dem auch auf dem Parcours fahren. Ein Hund. Und hier gibt es allerlei Produkte. Ob das eine Verkaufsstelle für Produkte ist? Oder muss man das hier abfahren und alles von Hand einsammeln? Das ist ja interessant. Ja doch, das sieht aus wie eine Verkaufsstelle. Gucken wir mal die PDA an. Also sehr, sehr abenteuerlich. Was er sich da wieder ausgedacht hat. Es war wohl mal als Teststrecke für Fahrzeuge gedacht. Und dann hat ihn offenbar der Spieltrieb gepackt und er hat diesen Felsparcours dazu gebaut. Und dann hat er sich gedacht, na dann machen wir doch eine richtige Karte draus. Und hier haben wir tatsächlich Felder. Und uns gehört, glaube ich, hier alles. Ja, hier steht ein Traktor. Da stehen auch alle möglichen Fahrzeuge. Diese Dinger sind auch nicht schlecht. Das gucken wir uns dann auch gleich mal an. Und was ist wohl das hier? Vielleicht ein Wasser zum Testen. Auf jeden Fall. Hier, das sind ganz normale Felder. Und das hier sieht aus wie Farmhäuser. Oh, ein Feuerwachturm. Eine Rockcrawl Stage 2 Start. Ist das abenteuerlich? Ah, es gibt hier zwei Stages. Für Fortgeschrittene und Anfänger vielleicht. Und eine Tasse mit schaumigem Kaffee. Sehr verrückt. Sehr, sehr verrückt. Finde ich aber echt cool, abenteuerlich. Hier ist eine Kuh. Und die läuft hier einfach rum. Hier sind mehrere Kühe. Besitzen wir Kühe? Nein, keine Ställe. Dann hat er die Kühe vielleicht statt Rehe eingebaut oder zusätzlich zu Rehen. Das würde ich ihm glatt zutrauen. Ich meine, der Alien Jim ist ja ein großer Künstler. Und da? Da sind Schafe und Autos, die alle im Kreis fahren. Vielleicht ist das ein im Kreisfahrwettbewerb und man wird dann durch die diese Autos hier irritiert und durcheinander gebracht. Also wild laufende Schafe gibt's auch. Und hier steht dann einfach mal so eine Hütte rum. Cool, schöne Hütte. Und da, was ist da? Schwarzes Schaf. Na, er macht aber auch vor nichts halt. Hier ist so eine leichte Huppelstrecke. Aber was heißt leicht? Die ist ziemlich huppelig.
Und da hinten, da sind irgendwie großartige Rampen. Vielleicht braucht man dafür den Traktor. Sehr, sehr abenteuerlich. Da kann man so richtig das Spielkind rauslassen. Ich meine, es gibt ja schon eine Event-Map und sowas. Ah, ich wollte gucken, ob das Verkaufsstationen sind. Was ist das? Wassereinfüllstutzen. Hier gibt es auch noch Fahrzeuge. Oh, mit dem LKW. Eieieiei. Es sieht irgendwie nicht aus wie Verkaufsstationen. Und beim Bauernmarkt kann man aber sein Weizen verkaufen. Und bei Bauernmarkt Produkte kann man seine Produkte verkaufen. Gucken wir doch mal. Eine Feuertonne. Sehr schick, sehr schick. Die gibt es, glaube ich, auch schon auf der Wild West oder so. Da hatte er die auch schon mal vorher ausprobiert. Und ich habe schon ein Video gesehen vor einer Weile, wie er da diesen Parcours lang fährt. Und da dachte ich, was hat er denn da wieder vor? Na, jetzt wissen wir's. Und hier, das ist der Farmers Market. Okay. Und hier eine Molkerei. Oder? Oh ja, alles in einem. Eine BGA ist wohl auch da. Also er hat da so alles an den Rand gepackt. Oh, und hier kann man. Jo, kann man einen Wettbewerb im Traubenernten machen. Hätte ich an der Farbe ja auch erkennen können. Ist es irgendwie alles da, was man so braucht? Also gut, wir haben keinen Traubenernter. Und was steht hier? Placeable Testing Area. Ah! Ist das süß. Man kann hier platzierbare Objekte testen. Gut. Ich habe mir auch meine eigene Karte gemacht, wo ich platzierbare Objekte testen kann. Also fast alle meine Mods sind ja platzierbare Objekte. Ja, habe ich mir beim Shop von der Elmkrieg einfach ein Feld platt gemacht und Bäume drumherum gestellt, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Aber das hier ist natürlich eine ganz andere Liga. Was für ein Abenteuer. So, da oben hat er ja einen Trecker schon hingestellt. Oh, und das ist hier wohl für die Jury. Jawohl. Gibt es da irgendwas? So Auslöseding? Nee, sieht einfach nur cool aus. Und die Jury kann sich hier hinsetzen und Tee trinken oder Kaffee. Ich glaube, er ist da auch mit gestoppter Zeit gefahren. Das ist natürlich nichts für mich mit gestoppter Zeit. Und ich erinnere mich auch dunkel, irgendwie hat der 82 Studio, das ist auch ein Modder, ist da auch schon gefahren und hat das irgendwie unter großem Gelächter die Zeit gestoppt. Ist schon eine Weile her. So. Ob ich das schaffe? Also überhaupt schaffe, von schnell ganz zu schweigen. Wir fahren einfach mal los. Ich werde es auf jeden Fall nicht alles fahren, weil sonst sind wir erstens zu lange beschäftigt. Und zweitens wollt ihr das bestimmt auch selber ausprobieren. Es ist cool, es geht irgendwie. Wie abenteuerlich. Aber das ist hier erst der Anfang.
Der Anfang der Anfängerstrecke. Und es ist natürlich alles getestet. Gekonnte Traktoristen können das doch alles fahren. Darum hat er das ja auch den 82 Studio testen lassen. Ob man da wohl in das Wasser reinfahren muss? Nee, wahrscheinlich nicht. Das muss man umgehen. Aber vielleicht muss man... Ne, wahrscheinlich muss man dies hier auch umgehen. Ist das lustig. Ach, übrigens, ich plane auf dieser Karte am Samstag zu streamen. Und dann will ich das natürlich hier ganz durchfahren. Wahrscheinlich unter großem Gelächter. Muss man hier auf diesem Holzdings fahren? Nö, dann fällt man doch ins Wasser. Nö, ich fahre nicht auf dem Holzdings. Puh. Wahrscheinlich war das so nicht vorgesehen. Aber hier wird schwierig genug. Okay, da fahre ich jetzt noch drüber. Oder ich fall runter. Und, und dann gucken wir uns die anderen abenteuerlichen Sachen an. Okay, geschafft. Ah ja, und hier steht es jetzt etwas günstiger. Ist das cool? Echt verrückt, verrückt, verrückt. Gut, jetzt setzen wir uns mal in den anderen Trecker. Und benutzen mal die Hoppelstrecke und so. Vielleicht hat er das nicht nur von 82 Studio testen lassen, sondern der ist ja ein Fahrzeugmodder. Und ich denke mal, als Fahrzeugmodder braucht man natürlich Teststrecken für seine Fahrzeuge. Und vielleicht hat er einfach die rechte Seite für sich selber gebaut, für die platzierbaren Objekte. Denn Alien Jim baut, glaube ich, nicht viele Fahrzeuge. Und hier den linken Teil hat er dann zum Beispiel für 82 Studio gebaut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob die Kontakt miteinander haben. Aber ich weiß, dass der das schon getestet hat. Das habe ich schon mitgekriegt. Smooth brauchen wir nicht. Also, das können wir auch irgendwann mal machen, so um Beschleunigung zu testen. Aber wenn, dann muss es schon etwas hoppelig sein. So, das ist jetzt Raff. Raff ist gut. Ja. Ja, guckt euch das doch mal an. Es ist tatsächlich Raff. Es ist ihm gelungen, eine echte Hoppelstraße zu machen. So, und das hier ist... Das ist keine normale Feldtextur. Da muss ich mal aussteigen. Doch? Was ist denn das? Es ist ein, als Feld deklariert. Und es sieht hier so wie gepflügt aus. Von oben hatte ich den Eindruck, dass das irgendwie ein gemoddetes Hoppelfeld ist. Es wackelt auch. Also von wegen, wir haben keinen dynamischen Boden. Es ist doch sehr dynamisch. Also zumindest was den Hoppeleffekt angeht. Aber der Boden kriegt halt nur so leichte Fahrspuren und wird nicht von uns brutal eingedrückt. Gut, und das ist jetzt so die wahre Hoppelstrecke.
mit Schwellen oder wie das heißt. Guckt euch das doch mal an. Da kann man schon Fahrzeuge testen. Also, wenn ich jemals ein Fahrzeug bauen sollte, na, dann teste ich das vielleicht hier. Und hier ist jetzt natürlich versetzt. Das ist denn ganz gemein. Oi, 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 oi. Wie gut, dass ich nicht drin sitze. Da wird mir ja schon von der Ferne übel. Und hier? Da gibt es ja irgendwie diese Wasserkaufstation. Und das mit den rumlaufenden Schafen finde ich ja schon sehr possierlich. Irgendwas hat es damit auf sich. Hier ist auch so eine Station. Ob man da mit Wasserfässern hochfährt? Und wahlweise mit dem Mac und mit dem MAN? Liter. 64.000 Liter. Aha, 96.000 Liter. Da kann man die PS testen. Na, ich würde sagen, wir machen das mal ganz bescheiden. Und man kann einen Partnertest machen. Hier gibt es offenbar mit gepflügtem Boden, wie er das wohl gemacht hat. Aber das sind, glaube ich, offenbar keine Objekte, sondern der hat es mit dem Landschaftstool so geformt. Denke ich mal. Mal anders geht das wohl nicht. Ja. Einmal gepflügt und einmal hier Straße. Das ist Hill Climb 1 und das andere ist Hill Climb 2. Ah, da kann man dann auch Vergleiche machen. Dann setzt sich im Multiplayer natürlich einer in den Mac und der andere in den MAN. Und dann kann man mit unterschiedlich schweren Gewichten, sprich Anhängern, versuchen da hochzukommen. So. 32.000 Liter sind schon drin. Gut. Sehr praktisch. Vorgefüllt. Es sind also jeweils die gleichen Anhänger, die aber unterschiedlich vollgefüllt sind. Ich denke mal, für mich als Oma reicht die kleine Variante. Und jetzt fahren wir hier mal schnell den Berg hoch mit dem, wie heißt das Ding? Tempomat. Oh, der hat sogar zwei Berge da hinten. Ich frage mich ja, ob er da überhaupt hochkommt. Aber das da drüben ist noch viel interessanter. Aber vielleicht hat dieser hier ja auch so ein Tal. Werden wir sehen. Wie wir dann achterbahnmäßig abstürzen. Und die ganzen Bäume, die da so rumstehen. Von jeder Baumsorte ein. Oh. Stellt euch das mal vor, jetzt mit dreimal so viel Wasser drin. Ja, ja, das ist mit dem Landschaftstool gemacht, weil diese Seitenwände sind so gezogene Texturen. So sieht das aus, wenn man senkrechte Wände hat. Oh, wie es sich jetzt schon quält. Ich schätze mal, dass nicht viele Spieler auf dieser Karte viel spielen, aber dass viele Spieler auf dieser Karte sehr viel Spaß haben werden. Okay, hier gibt es keinen zweiten Aufstieg.
Da sausen wir jetzt einfach mal runter. Ja, das geht natürlich jetzt zackig. Da dürfte der Motor bremsend wirken. Wenn man da mit dem Pickup fährt, das ist bestimmt der Knaller. Haben wir ein Pickup? Nee. Ich probier's mal mit diesem Mack, aber ohne Anhänger, auf der anderen Strecke. Ich meine, wenn selbst in mir hier das Spielkind durchkommt, dann dürfte das, glaube ich, sehr vielen LS-Spielern einen Heidenspaß machen hier. Das ist noch steiler. Sehr viel steiler. Aber dafür kommt dann auch sozusagen die Belohnung. Mal gucken, wie das, ob das schnell genug funktioniert. Aha. Ist so ein bisschen wie bei einer Achterbahn. Mühsam zockelt es nach oben. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. War das zu erwarten? Ich denke ja. Wäre es besser gewesen, wenn wir da gebremst gefahren wären? Ich probiere es noch einmal und lasse dann nicht volle Kanne da abstürzen, sondern... Aber hoch kommen wir... Hoch kommt man hier bestimmt normal gar nicht. Nee, das ist ja praktisch senkrecht. Das geht gar nicht. Höchstens halt, wenn man dann ungeheuer viel Schwung kriegt. Ich kaufe mir ein Pickup. Ich fahre hier aus der Bahn raus und kaufe ein Pickup. So. Weil der fährt einfach schneller. So, kann ich mir sogar leisten. Wunderbar. Vielleicht ist es auch sinnvoll, da mit einem Traktor zu fahren. Ich meine, der hier wird auf jeden Fall fliegen. Und wie der fliegen wird. Ups, kann ich ja jetzt schon kaum gerade halten. Aber gut, er wird natürlich langsamer, wenn ich erstmal da hochkraxle. Jetzt? Hä? Ja, okay, das war zu erwarten.
Oh, der kommt bis hoch. Tatsache, nicht zu fassen. Vielleicht, wenn man andersrum fährt, dann fliegt er bis rüber. Wahrscheinlich nicht. Ist ja irgendwie keine richtige Rampe. Eine Rampe geht ja irgendwie anders. Ja, jetzt wissen wir auch, woran Alien Jim seit Wochen oder Monaten gearbeitet hat. Ja. Okay. Ich würde mich ja freuen, wenn er wieder an einer richtigen Karte als nächstes arbeitet. Aber dies hier finde ich auch sehr gelungen. Sehr abenteuerlich. Okay, ich denke, wir haben jetzt hier genug rumprobiert. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dieser Karte haltet. Ja, und werdet ihr auch mal auf dieser Karte rumspielen? Also ich plane am Samstagabend, das ist dann, mal gucken, das Datum, weil wer weiß, wann ihr dieses Video guckt. Samstagabend, den 29.10.2022 um 21.30 Uhr auf dieser Karte zu streamen. Mal gucken, ob wir da uns den ganzen Abend drauf vergnügen oder nur einen Teil des Abends und dann noch auf eine andere Karte gehen. Jo, aber die möchte ich auf jeden Fall mit euch gemeinsam mal anspielen und Spaß haben, sozusagen. Jo. Also ich finde die sehr, sehr lustig, sehr gelungen. Eine interessante Abwechslung. Und ein paar gute und lustige Ideen umgesetzt. Und für Fahrzeugtests durchaus sinnvoll. Ja, und ich werde mich dann in dem Livestream mal an diesen Parcours wagen. Und zumindest mal so weit, wie ich komme halt. Schauen wir mal, wie es so läuft. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.